Okay, dann stecken wir sie eben ein. Ach, wer muss die schon neu ausrichten? Zu daher gibt's Kabelfernsehen. Braucht man keine Antennen mehr. Periskop, was gibt's denn hier? Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Zu. Und hier? Zu für meinen Geschmack. Zu für meinen Geschmack. Dieses Gefühl kenne ich, mein lieber Rufus. Oh, Gondoliero. Sieht leicht aus wie Poki. Nach Klein Venedig. Oh, das sieht wirklich wie Venedig aus. So. Ganz ruhig da unten, Poki. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Vielleicht mal mit dem Schraubenzieher probieren. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ja, hätte er sein können. Das ist eine zumindest schon mal die Spelunke, schätze ich mal. Gehen wir mal zu dem Gondoliero runter. Der interessiert mich jetzt. Prego? Prego? Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego? Prego? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider, ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles, aber egal. Ich glaube, der braucht ein neues Notenblatt. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Kommt aufs Gleiche raus. Gondel. Sì, sì. Ist Cabrio molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ja, klar, die hat einen Airbag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Da würde es sich Arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts. Was für ein Ding? Arrivederci. Ein Ei. Aha, ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Das sozusagen ein Easter Egg. Der ist doch fast zu billig, oder? Ah, da ist das. Da würde ich jetzt zuerst mal hingehen. Mal anschauen, was da unten alles war. Weil dann mussten wir gleich weg. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Oh oh. Oh. Das endet nicht gut. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Der Donner? Wer ist denn die Donner? Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Ja, wäre nicht schlecht. Was ist denn hier? Keine Ahnung, was gibt's denn hier noch alles? Da kommen wir wieder wahrscheinlich zum Boot rauf. Ein Eimer. Ah, perfekt. Da ist der Kutter. Da ist ein Eimer mit Ködern. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen.
Stimmt, hast du recht. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber Kusch. Ich glaube, der will nicht reden, oder? Schau mal Fisch her. Geben. Verschwinde. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl kein Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Oh Mann, du musst ja wahrscheinlich irgendwie eine Angel bauen. Das irgendwie irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Ködereimer für Flundern. Dann schon eher ein Kescher, oder? Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das Gefühl, wenn es lose in der Hose hin und her klötert. Das kann man jetzt falsch verstehen. Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Schön. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Nein! Ah, oh, ich drücke mal auf Escape. Ja, man muss Prioritäten setzen, Rufus. Man muss Prioritäten setzen. Was ist denn das hier für ein Laden? Ist auch so eine Spelunke, würde ich sagen. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Sowas musste ja kommen. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Mich verwirrt irgendwie der Kerl, der hier anscheinend gefangen ist. Eingeführt ich hätte den Lolli wollen, aber... Für die Professional Proof. Aber der nimmt wahrscheinlich trotzdem die anderen. Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Toll. Oh. Das sieht nett aus. Keine Narbe. Gute Hat es Operation. Funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon, aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Oh, sympathisch. Ist mit der falschen Fuß aufgestanden. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten.
Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles Weitere vor. Na dann, auf geht's. Na toll. Das ist mal ganz toll. Ich meine, Operationen kann man denn lassen. Kann ich die jetzt da reinstecken? Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Da habe ich... Achso. Ist jetzt auf einmal eins toll. War doch gerade was. Ah, da! Schublade. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Ja, okay, dann halt nicht. Geh ich wieder raus. Wo ist sie denn, meine Liebe? Liebste Liebe. Meine allerliebste Liebe. Ist das eine Tür? Zumindest soll das, glaube ich, eine Tür darstellen. Ein Airbag. Wo denn hin? Darunter, da waren wir noch gar nicht. Oh, ein Apotheker. Cool. Sind schon mal sehr viele Personen. Auf jeden Fall. Was gibt's denn hier alles? Zum Apotheker. Apotheker. Müllcontainer. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Kann man immer gebrauchen, oder? Ja. Vergammelt. Was? Wo? Was verkaufst du denn hier? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Tja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, ich möchte dann was kaufen. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ein plus 5 Heiltrank. Ich hätte gerne einen plus 5 Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Spare ich lieber auf was anderes im Video. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken, aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Könnte an der Blindheit Hast liegen. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Doch, ich habe hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal.
Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnitio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir.